Ja, servus Leute bei Bastis zweiter Kanal. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video von mir mit Wir erkundschaften die Fränkische Schweiz. Ihr wisst ganz genau, wo wir das letzte Mal aufgehört haben mit dem Video. Heute ist noch der Tag, wo ich das erste gedreht habe, logischerweise. Ich muss ja auch mal ein paar mehr drehen an einem Tag, weil sonst komme ich nicht hinterher. Und jetzt geht weiter. Alle, die es gesehen haben, wissen wir ja, wo wir jetzt waren. Wir sind jetzt gerade ja von Ebermannstadt Richtung Gräfenberg mittig gefahren und fahren durch die kleinen schönen Ortschaften durch. Ja, war bis jetzt ja schön und ich habe ja letztes Mal gesagt, die Sonne ist da, ja, jetzt geht sie gerade weg. Aber egal. So, weiter geht's mit der Fahrt. Ich hoffe, euch geht's wieder gut. Ich hoffe, ihr habt schöne Ostern gehabt. Ja, ich weiß jetzt natürlich noch nicht, ob ich schön Ostern habe, weil es ist ja gerade Ostern. Aber wie gesagt, ich muss ja mal auch während der Fahrt mal so 3 Videos schneiden, dass ich mal 3 Wochen am Stück für euch Content liefern kann. Weil ansonsten ist es ja, boah, ich habe es gemerkt. Ich würde nämlich jedes Wochenende so gern für euch Videos hochladen und auch da richtig dranbleiben. Aber ey, das ist echt hart. Wenn man 40 Stunden arbeitet und dann noch seine Wohnung machen muss und oh Mann ey, naja, ihr wisst, ich will nicht jammern, jammern gibt's nicht bei uns und deswegen, jammern ist bei uns das Fahren. Oh, jetzt wird's schön, oh, schaut euch das an, ja, hier links. So, hier sind aber auch wieder nur 70, aber wisst ihr was, ich sage euch jetzt mal einfach was. Ich finde es irgendwie auch okay, es ist... Alles ist so schnell geworden bei uns auf dem Planeten. Egal wo du bist, alles muss schnell, schnell gehen. Man hat so viel, ja, wenn man jetzt sich was zum Essen holen will, Fast Food, ne? Sagen wir es mal so. Das geht ja schon schnell. So, ich bin nämlich auch so jemand und am liebsten bestellen sofort fertig. Und das ist so Sachen so, boah, das muss man irgendwie abstellen können. Und deswegen versuche ich, ja, mir mit allem ein bisschen mehr Zeit zu lassen. Deswegen habe ich mir jetzt auch gedacht, Ecklaufstein ist das jetzt, genau, und deswegen habe ich mir jetzt auch einfach mal gedacht, fahre heute einfach weiter, mache nicht so kleine Fahrten, genau, so, also auf jeden Fall jetzt, Gräfenberg sind es noch 7 Kilometer, oh, das ist also nicht mehr ganz viel, so viel Content heute, aber ich gebe mein Bestes. So, und vor allem will ich ja auch noch gar nicht in die nach Gräfenberg zurück. Aber da endet natürlich erst einmal dann Teil 2 mit Wir erkundschaften die Fränkische Schweiz. Genau, aber das setze ich auf jeden Fall noch an. Das geht natürlich dann in ein paar Wochen, denke ich, weiter. In der Zwischenzeit kommen dann andere Videos. Genau, weil ich möchte auf jeden Fall noch ein Video machen mit... ja, wie nenne ich das? Vielleicht irgendwie so, bin über 4000 Kilometer gefahren. Oder wie sehe ich die Tree City heute? Und noch ein Video wird kommen, denke ich mal, mit, würde ich die Tree City wieder kaufen? Ist ganz interessant. Da werde ich auf jeden Fall einiges erzählen und ja, meine Erfahrungen mit euch teilen. Da muss ich aber gucken, ob ich dabei fahre oder einfach mir einen schönen Ort aussuche und dann stehen bleibe, weil... Ja, da möchte ich auch an der Tree City ein bisschen filmen und einfach auch die Sachen dementsprechend zeigen, die ich dann meine. Mensch, hier sind lauter kleine Brücken. Ja, und hier sind nur 30. Wahnsinn. Puh, das ist jetzt sehr gut. Das ist schon... Das ist jetzt schon ein bisschen langsam, ne? So. Ach ja, ganz vergessen euch zu sagen, und dann möchte ich mal eine Aufnahme machen und die GoPro mal unten an die Schwinge packen. Und einmal hinten über den Auspuff hängen. Aber da muss ich, das muss ich noch ein bisschen überlegen, weil das ist die GoPro Hero 10. Und wenn die abfällt, dann ist scheiße. Ah Leute, wisst ihr, wo wir jetzt sind? Jetzt sind wir da, wenn wir immer von Pottenstein zurückkommen.
und dann geht es hier wieder nach Grävenberg hoch. So, das heißt, das mache ich aber jetzt nicht. Ich halt, weil ich fahre jetzt da lang und gucke einfach mal, was da passiert. Weil es heißt ja, wir erkundschaften die Fränkische Schweiz. Und wenn ich jetzt da hochfahre, die Strecke kennt ihr in- und auswendig. Und das mache ich jetzt nicht. So, Pegnitz, Oberdurbach, Unterdrubach. So, und das machen wir jetzt auch. Ganz einfach. Genau, ohne Handzeichen. So, genau. Also schade, ich habe jetzt echt, es war schön durch diese kleinen Dörfer zu fahren, finde ich. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und ihr blüht wieder alles. Hammer. So. Ach, schaut mal nach, ich sage immer, schaut mal nach rechts, ne? Ich muss nach rechts gucken, nicht ihr. Auf jeden Fall hier kleine Weiher, wahrscheinlich Karpfen oder sowas. Boah, das wäre auch mal geil, irgendwie so ein Stück Wald zu kaufen mit so einem See dazu. Hammer. Dann so eine Holzhütte irgendwie hinbauen, wo man dann am schönen Wochenende einfach dort sein kann, Lagerfeuer machen kann, dann auf den kleinen Fluss einfach so ein bisschen im Kanu sitzen, einfach so das Gefühl haben, ne, woanders zu sein, in einer anderen Umgebung, einfach mal rauszunehmen aus dem Alltag. Ja. Aber da oben muss auch irgendwie ein Weg sein. Oh, wieso habe ich den nicht entdeckt? Wahrscheinlich ist der nicht befahrbar. Oder man darf da nur Fußgänger und Fahrradfahrer wahrscheinlich. Motorradfahrer und sowas darf da wahrscheinlich gar nicht fahren. Aber gut. Ja, die Strecke kennen wir auf jeden Fall auf dem Kanal auch noch nicht. Auch immer schön zu erkunden. Ich hätte auch nichts dagegen, noch einmal in Pottenstein rauszukommen jetzt. Weil, also oben lang, das habe ich glaube ich auch noch nie gefilmt. Und das könnten wir eigentlich machen, aber das gibt es dann erst im nächsten Video. Das gibt es heute nicht mehr. Weil, wie gesagt, ich möchte auch nicht mehr die Videos ganz so lang ziehen, weil das kostet so entsprechend Arbeitsplatz und so viel Zeit. Also ich habe kein Problem damit. Ich bin jetzt auch mal gespannt, wie das mit meiner neuen Internetleitung gibt, ob ich mehr Upload habe. Also ich müsste wesentlich mehr Upload jetzt haben. Und ich denke jetzt auch, dass die Videos viel schneller hochgezogen werden. Außer YouTube gibt mir halt nicht viel mehr, also nicht mehr frei, aber da muss ich mal jetzt gucken. So, wo fahren wir hin? Schnell, Pegnitz, Oberdrumbach, einfach mal geradeaus weiter, oder? Ich bin heute so richtig fit, ich bin heute so richtig geil drauf. Sag ich euch. Wir fahren einfach mal weiter. Pegnitz wäre 22 Kilometer. Ich war noch nie in Pegnitz. Dann machen wir das jetzt einfach. Wir fahren jetzt Richtung Pegnitz. Und da haben wir wieder schön Wolfsberg. Ein Schulweg, okay. Hier mal eine Reihe Busse. Da schaut man, da oben ist auch wieder irgendwas. Ey, es ist so krass, ne? Fränkische Schweiz zu erkunden, macht echt Spaß. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und hier auch wieder so ganz kleine, so kleines Flüsschen. Das wäre auch echt ein geiles Bild hier, ne? Aber da sind immer so viele Leute und hier sind 30. Aber den überhole ich jetzt trotzdem noch schnell. Einfach aus dem Grund, dass ich den nicht vor mir eiern habe in den Kurven. Da haben sie auch alles schön ausgebaut, ein Gehsteig, alles neu gepflastert. Ja, sowas habe ich früher als Landschaftsgärtner gemacht. Ja, also keine Gehwege, aber sowas haben wir in den Gärten gemacht. Jetzt bin ich ja kein Landschaftsgärtner mehr oder arbeite zumindest nicht mehr da. Habe ich ja mal erzählt, dass ich jetzt als Haustechnik arbeite in zwei Häusern und die betreue. Habe wesentlich weniger Stress und wesentlich, ich sag mal, mehr Geld. Und naja, egal, der Rest bleibt für mich. Auf jeden Fall muss ich nicht viel arbeiten für mein Geld. Ja, also eigentlich bin ich schon unausgelastet. Also ich bin manchmal nicht entspannt, wenn ich von der Arbeit heimkomme, weil ich so wenig zu tun hatte. Und manchmal schäme ich mich dann auch, da Geld zu verdienen. Aber tja, so ist es halt. Ja, jetzt geht die Sonne weg. Und ich würde auch sagen,
dass der zweite Teil mit Erkundet die Fränkische Schweiz auch jetzt langsam zu Ende geht. Weil ich brauche ja noch Teil 3 für die Pegnitz. Und wenn ich jetzt wieder da entlang fahre, dann wird das andere Video wieder zu kurz oder zu lang. Ich habe keine Ahnung. Problem ist jetzt bloß, also gut für euch, dass jetzt ihr noch dran bleibt, weil hier noch eine schöne kurvenreiche Strecke kommt oder ist. Also ich denke, ich war ja hier selber noch nicht und ich hier gerade nirgendwo anhalten kann. Das heißt, ihr seid noch kurz ein bisschen dabei. Obwohl, nee, hier kann ich anhalten. Terpech gehabt. Ha! Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende und schaltet ein, wenn es heißt, das nächste Mal bei Bassis Zweierer Kanal. Wir beenden das Video hier beim Sägewerk. Und tschüss.